Hi, du möchtest Rollläden einbauen, besser gesagt Vorbaurollläden aus Aluminium, dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du das selber machen kannst. Bis gleich. Bevor wir jetzt mit dem Projekt starten, möchte ich nochmal einen kleinen Hinweis geben, und zwar das Werkzeug, das passende, findet unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch den Link fensterversand.com. Dort bekommst du passende Vorbaurollläden für dein Zuhause, aber auch Haustüren in Kunststoff, Aluminium und Holz und auch Fenster, Pergolamarkisen und auch Garagentore und natürlich alles, was du zum Einbau benötigst. Und jetzt legen wir los mit der Anleitung. Insgesamt habe ich mir zwei Vorbaurollläden bestellt in Weiß. Einmal für ein etwas breiteres, doppelflügiges Fenster und einmal für dieses Badezimmerfenster. Die Rollläden sind aus Aluminium und kamen auch wirklich sehr, sehr gut und sicher verpackt bei mir an. Der Vorbaurollladen und die Führungsschienen haben nochmal an sich eine Schutzfolie. Die musst du natürlich vor dem Bau abziehen. Ganz, ganz wichtig. Bevor du nun mit den Arbeiten anfängst, platziere bitte alles vor dem Montageort und überprüf nochmal die Maße bzw. die Produkte auf Vollständigkeit. Ich kann dir auch bei diesem Projekt hier empfehlen, das Ganze zu zweit durchzuführen, denn so ein Rollladen ab 2 Meter Breite ist ein bisschen schwierig alleine zu montieren. Damit unser Rollladenpanzer am Ende auch schön bündig mit der Fensterbank abschließt, müssen wir mit den Führungsschienen anfangen. Und ihr seht jetzt hier eine kleine Ecke, die müssen wir von den Führungsschienen herausschneiden. Dafür könnt ihr einen Winkelschleifer verwenden. Und im Anschluss passt auch die Führungsschiene wunderbar auf die Fensterbank herauf. Und so ist gewährleistet, dass der Rollladenpanzer nachher auch am Ende mit der Fensterbank außen abschließt. Da unser Rollladen über einen elektrischen Motor verfügt, was ich übrigens nur empfehlen kann, das macht die Bedienung wirklich sehr, sehr einfach, müssen wir das Maß entnehmen und exakt auf unseren äußersten Fensterrahmen übertragen, damit wir dann das Loch bohren können. Um die Durchfädelung vom Kabel wirklich so einfach wie möglich zu machen, kann ich euch nur empfehlen, das Kabel vorweg abzukneifen. Jetzt können wir auch die passenden Führungsschienen auf unseren Rollladenkasten draufstecken. Diese sind gekennzeichnet mit beispielsweise oben und so müsst ihr das dementsprechend auch aufstecken. Achtung, die Rollladenführungsschienen sind wie gesagt nur draufgesteckt und deswegen ist auch hier eventuell ein zweiter Mann erforderlich, wenn ihr das Ganze in die Maueröffnung hineinstellt. Der Rollladenkasten und die Führungsschienen sollten wirklich bündig mit dem Fensterrahmen anliegen. Im Anschluss kannst du das Ganze mit einer Schraubzwinge oder mit einer Klemmzwinge fixieren und dann wird das Ganze erstmal ausgerichtet. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Führungsschienen im Lot sind, sowohl auch der Rollladenkasten, damit der Panzer nachher schön sauber runterfahren bzw. hochfahren kann. In den Führungsschienen findest du dementsprechende vorgebohrte Bohrlöcher und dort kannst du auch die Führungsschienen an das Fenster heranschrauben. Zwischendurch bitte immer wieder das Lot überprüfen bzw. dass der Kasten plus den Schienen auch wirklich gerade eingebaut oder montiert ist. Ich habe hier selbstschneidende Schrauben verwendet, da wir hier ein Kunststofffenster haben. Das Kunststofffenster hat in der Mitte vom Kern einen Stahlkern und diese Schrauben schneiden sich quasi selbst in den Stahlkern hinein, so musst du das Ganze nicht vorweg vorbohren. Wenn du Holzfenster hast oder Aluminiumfenster, musst du natürlich andere Schrauben verwenden. Der elektrische Anschluss folgt natürlich dann von innen drinne. Dieser ist Aufputz und wird mit einem Wendeschalter für einmal hoch und einmal runter angeschlossen. Darauf gehe ich nicht so genau drauf ein, denn das sollte natürlich von einem Fachmann geschehen. Nachdem wir den Anschluss erfolgreich absolviert haben, testen wir das Ganze und wie wir sehen können, funktioniert wirklich alles einwandfrei. Jetzt können wir auch die passenden Abdeckungen raufklipsen, in dem Falle in Weiß. Im Anschluss könnt ihr das Ganze auch einmal ringsherum versiegeln. Wir haben jetzt ungefähr eine Luft von 1 cm und das könnt ihr mit einem transparenten Silikon schön versiegeln. Zur Versiegelung, darüber gibt es auch nochmal ein extra Video, da gehe ich ganz genau drauf ein, wie du sowas versiegeln kannst. Warum, weshalb sollte man sowas versiegeln? Ganz einfach, so können sich keine Insekten dort einnisten und ihr könnt das Ganze nochmal zusätzlich abdichten, damit auch keine Zugluft, wenn ihr den Roller mal unten habt und das Fenster auf, durch die Führungsschienen an der Seite hindurchzieht.
Und fertig ist auch die Montage von den beiden Rollläden. Das Ganze funktioniert wirklich tadellos und ich bin sehr, sehr zufrieden mit den beiden Rollläden, sowie auch mit der Qualität der Rollläden. Du musst auch nicht die Endeinstellung der Rollläden einstellen. Diese sind vom Werk schon fertig eingestellt, sodass der Einbau jetzt abgeschlossen ist. Angekommen in der Werkstatt, ein bisschen durchgefroren, aber wie am Anfang schon erwähnt, kommt es auf das richtige Werkzeug an und dann dürfte es für dich auch kein Problem sein. Ich hoffe, dir hat das Ganze hier gefallen. Und nochmal ein kleiner Hinweis zu Vorbaurollläden. Vorbaurollläden sind, wie soll ich sagen, die geben nicht nur Schatten, wenn du beispielsweise schlafen gehst. Die geben, also verdunkeln den Raum, sondern die geben auch Schatten im Sommer. Du kannst sie zur Hälfte runterfahren oder je nach Belieben. Dann Vorbaurollläden geben natürlich auch mal einen kleinen Einbruchschutz. Das Ganze ist ein bisschen oder erschwert es denjenigen, der da rein möchte, wenn die Rollläden unten sind, zum Einbruch. Und dann ist es so, dass du einen höheren Wärmedämmwert hast durch die Rollläden. Kein Scherz, denn die Lamellen sind ausgeschäumt und dadurch dämmt das Ganze so ein bisschen. Du hast die Lamellen, dann hast du ein bisschen Zwischenraum, also Luft ist der beste Dämmwert irgendwie, habe ich mal gehört. Und dann kommt das Fenster. Das heißt, die Wärmeverlust im Winter ist nur ein bisschen, also hast du ein bisschen minimiert. Genau, so ein bisschen am Rande jetzt hier. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Einbauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und bis dann. Ciao.